Hallo Leute, jedes Jahr beginnt der 1. Dezember mit dem Advent. Wir haben hier den Lego City Adventkalender und den werden wir jetzt hier öffnen und Tür Nummer 1 öffnen und euch vorstellen. So, das ist der Karton. Der ist noch zu, original zu. So wie wir ihn gekauft haben. Ja. So, da haben wir hier oben zum Beispiel so ein Dingsbums. Eine Figur. Und dann die Rückseite. Da wo aufgeklappt wird, um an die Sachen ranzukommen. Richtig. Auch noch original zu. Ja. Hier auch noch. Ja. So. Er wird euch da einiges drüber erzählen, während ich dann jetzt hier die Motorhaube aufmache. Genau, das ist die 60381. Gibt es bei Lego für eine UVP von 26,99 mit 258 Teilen drin. Wir haben es gekauft bei Alternate für 14,99. Also bleibt ihr zu. Und aktuell gibt es sie auch für 14,99 bei Mediamarkt und Saturn zum Beispiel. Schöne Oberfläche hier. So, jetzt wollen wir erstmal zeigen hier. Ein wunderschöner Tannenbaum in der aufgeklappten Seite. Und dann kann man hier die Figuren hinstellen oder irgendein Diorama machen. Ist okay. Passt. Ja. Hier geht es dann weiter, ne? Ja. Da sind die Türchen. Ne, die sind auch hier, oder? Ne, die sind nur aufgedruckt. Ah, die sind nur aufgedruckt. Die 1 habe ich gesehen. Damit keiner hergeht und die Türen aufreißt. Genau. Ja, aufreißen, mitnehmen das Zeug. Ne? Soll ja Diebe geben in Deutschland, habe ich gehört. Ja. Das ist eine Vermutung. Meinst du? Ja. Gut. Okay. Die 1 ist hier. Ja. Bitteschön. Er hat die Ehre, die 1 aufzumachen. Klemm Ziel auf. Man sieht, jetzt verbiegt er die Tür. Kriegt er hin. Ein Schneemann. Ein Schneesmann. So, ich drücke die Dings da rein, damit man sieht, dass es geöffnet worden ist. Jawohl. Ich denke, dass man das hier aufschneiden mit Noppi. Ja, man müsste das Zeug noch rauskriegen. Ja. So. Kopf mit Schal. Der Schal hier drum soll. Ist da keine? Doch, 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 ist da aufgeordnet. Oh, ich hab's schon. Na, hier. Die Aufbauanleitung befindet sich in der Tür. Man kann sie auch abreißen, daneben legen, machen wir nicht. Wir lassen den so, wie er ist und tun es nur nach innen klappen. Ich habe es jetzt extra wieder aufgemacht, damit Clemmy da weiß, wie so ein Schneemann da zusammengebaut wird. Das ist noch ein Ersatz, also sobald... Aus echtem Schnee geht das einfacher, auch wenn die Dinger nur so hoch sind. Das ist so gut, dass ja, Schneemann, Schneefrau, ist. Ja, ne? Ja. Gut, dass die Anleitung dabei ist. Ja, hast du wieder falsch zusammengebaut. Ja. Hashtag verbaut. Das geht ja nicht mehr auseinander. So, muss hier diese rote Noppe erst rein. Das drauf. Dann da einmal einmal, damit es fest sitzt. Dann kommt der Kopf oben drauf. Jeder gute Schneemann hat einen Helm auf. Ist ja gefährlich draußen. Meistens ein Kopftuch. In der Sonne, Kopftuch sei schon. Ein Kochtopf. Oder ein Zylinder. Ist auch traditionell. Ja, was denn für ein Zylinder aus? Ein 12-Zylinder, 8-Zylinder, 4-Zylinder? Hauptsache groß genug. So, da ist das gute Stück. Drei Teile sind... Über aus Ersatzteile finde ich cool. Genau.
Jetzt können wir mal kurz ranzoomen. Echt? Dann. Mal gucken, ob ich das kann. Zeigen wir euch den kleinen Schneemann. Schneemann mit Schneebrille, alles klar. Und Ski. Das ist ein schneller Schneemann. Ja. Freunde von Ihnen nennt ihn Olaf. Ja. Machen die. So, das war Türchen Nummer 1. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Kalender haltet von Lego City. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis morgen, da kommt Türchen Nummer 2. Tschö.